Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, was soll ich sagen? Ich bin total begeistert. Ich habe gesehen, dass ich jetzt 500 Abonnenten erreicht habe, beziehungsweise zum Stand aktuell habe ich 527 Abonnenten und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin total begeistert. Und ja, ich dachte mir, ich mache heute mal ja, ein Abonnentenspezial, also ein 500 Abonnentenspezial und ändere mein Anfangspferd. Also zuerst mal möchte ich noch mal sagen, ganz, 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 ganz lieben Dank an jeden Einzelnen, der mich abonniert hat und der meine Videos schaut und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so cool. Ich habe vor 6 Monaten jetzt das erste Video hier auf meinen Kanal hochgeladen und tja, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich jetzt dann doch schon über 500 Abonnenten zusammen bekomme bis zu dem Zeitpunkt jetzt halt und ich weiß nicht, das ist einfach nur toll und ich bin einfach nur total happy darüber. Und ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Ich bin einfach so dankbar dafür, dass ihr ja meinen Kanal abonniert und dass ihr die Videos mögt und dass ihr die Videos schaut und kommentiert und alles halt, ja. Also wie gesagt, vielen lieben Dank, ihr Lieben. Danke, danke, danke. So, und jetzt ändern wir endlich das Anfangspferd. So, ihr Lieben, ich stehe jetzt hier vor meinem, ja, vor dem Heimatstall in Fearcrow. Ich bin immer noch in Fearcrow. Und ja, ich würde sagen, gehen wir mal in den Stall rein und hol mal das Anfangspferd. So, das steht jetzt hier noch nicht in der Box drinne. Das wird wohl auf der Weide stehen, natürlich. Wo ist sie denn? Meine Snowgirl, hier bist du ja. So, Mäuschen, da wollen wir dich mal hier rausholen. Das ist auch eine von den wenigen Stuten hier in meinem Stall, weil das sind ja alles immer hier Hengste. Und Snowgirl, meine Maus. So, dann machen wir da erstmal noch schnell die Pflege hier. So, da gehen wir mal zu der Tafel. So, das ist ja Snowgirl hier. Das ist ja jetzt hier der Apfelschimmel. So habe ich sie am Anfang erstellt. Und da können wir jetzt hier zur, ne? Da können wir jetzt hier zur Tafel gehen und das Aussehen des Anfangspferdes ändern. Für mich ist es einmal gratis, weil ich habe sie nämlich noch nicht. Also ich habe sie noch nie geändert. Sie sieht schon immer so aus und seit einem halben Jahr. Und ich denke, da kann man ja mal jetzt zu so eine, ja, zu so einem Anlass dann doch mal das Anfangspferd einfach mal ändern. So, da gehen wir doch mal hier rein in den Bearbeitungsmodus. So, da sind wir jetzt auch schon hier im Bearbeitungsmodus. Okay, wir können hier Plus, Minus drücken. Okay, ich habe das, wie gesagt, noch nie gemacht hier. Können wir hier, okay, da können wir hier links und rechts drehen. Ich stelle mein Pferdchen gerne so rum hin, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich brauche das immer, wenn das nach links schaut. Aber an der Stelle möchte ich mal ganz kurz erwähnen, ich finde diese, ja, das sind ja hier, ja, das sind ja Warmblüter, Jorviksche Warmblüter. Ich finde die Anfangspferde irgendwie total hübsch, muss ich sagen. Also, ja, ich finde sie, ich weiß auch nicht, ich finde sie einfach total hübsch. Und ist auf jeden Fall schön gestaltet so. Ja, genau, das wollte ich nur mal sagen. So, da wollen wir mal schauen, was hier so für Fell gibt. Kann man hier Zufall machen? Nee, kann man leider nicht. Okay. Gut, dann machen wir einmal das Fell. Das Fell. Okay. Hallo. Das ist immer süß, wie sie hier so gucken. Das hier finde ich auch hübsch. Das sieht so ein bisschen aus wie wie ein Haflinger, genau. Wir können es auch ein bisschen weiter weg tatsächlich machen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr euer Anfangspferd schon mal geändert habt. Das würde mich ja mal total interessieren.
Oh, ich finde, das sieht eigentlich relativ hübsch aus, ne? Also, ich weiß auch nicht. Also, ich finde, das sieht so ein bisschen wie ein Haflinger aus. Ich kann ja mal hier schauen. Das wäre dann so ganz normal halt. Sieht aber auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Nö, ich finde das hier relativ hübsch eigentlich. Snooker, ah, da passt der Name natürlich nicht so, ne? Oder das hier, das sieht, oh, das sieht auch hübsch aus, diese Blässe hier. Halt, einmal zurück. Ich finde diese Färbung hier unten mit den etwas dunkler, finde ich auch total hübsch, muss ich sagen. Auch diese Blässe hier, das ist ja. Oh, das sieht echt, also das gefällt mir richtig gut hier, tatsächlich. Snowgirl. Okay, machen wir mal weiter. Ach so, da, okay, das ist, ist fast das gleiche hier. Das sieht nur so ein bisschen anders aus. Das finde ich ja auch schön hier mit diesen kleinen, wie heißen das? Die hier, Söckchen, glaube ich. Oh, das sieht auch mega aus, oder? Kann ich nochmal hier eine andere Mähne? Also, ich finde das echt hübsch. Also, ja, ich weiß nicht, ich finde so generell hier Blässen hier vorne so, ja, schon irgendwie schön, ich weiß nicht. Also, ja, auf jeden Fall, total süß. Wartet mal, ich schau mal, dass ich das nochmal kurz hier. Ja, ich finde generell so diese, ja, diese dunkleren, ja, Fellfarben mit dem, mit so einer weißen Mähne finde ich irgendwie, ja, schon ziemlich spannend, muss ich sagen. Hat er blaue Augen? Oder sie? Ist ja eine sie. Sie hat hier. Nee, das ist blau, ne? Tatsächlich. Tatsächlich, blaue Augen. Das sieht auch süß aus. Ach, ich finde es irgendwie total knuffig. Okay, machen wir mal weiter. Hatten wir das nicht gerade? Nee, das ist jetzt was. Nee, das ist doch jetzt was anderes, ne? Okay, das sieht auch schön aus. Das hier gefällt mir auch richtig gut, weil ich kann euch genau sagen, warum. Weil ich finde diese, wenn ihr mal hier schaut, diese Fellstruktur, das sieht so, ja, das finde ich, sieht schon irgendwie total realistisch aus, muss ich sagen. Bei den anderen, da sah das jetzt zum Beispiel hier, ist es nicht ganz so, da ist das so ein bisschen glatt. Besonders eben hier ist es ja relativ matt irgendwie. Aber hier ist es ja dann doch so, dass es hier so eine schöne Struktur halt gibt. Also gefällt mir persönlich hier sehr gut und wirkt meiner Meinung nach auch total realistisch irgendwie. Ja, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Haben wir hier nur braune Pferde? Okay, das finde ich ja auch total knuffig. Ach, das ist ja süß. Oh, schaut mal, das ist ja total niedlich. Snowgirl. Mensch, du hast ja braune Flecken bekommen. Und dieses Ohr, das ist total braun hier oben. Mach doch mal deine Rübe hoch, dass wir doch mal die Augen anschauen können. Oh wow, diese Augen, die sind ja total türkis. Oh, das gefällt mir richtig gut hier. Ich möchte es mal von der anderen Seite sehen. Oh, das gefällt mir richtig gut. Das sieht total süß aus. Okay, schauen wir mal weiter. Oh, das ist ja auch total niedlich. Ich wusste ja jetzt auch nicht mehr, was man da jetzt hier so hat. Weil, wie gesagt, ist ja ein halbes Jahr her ungefähr, wo ich meinen Charakter hier erstellt habe. Und das sieht total knuffig aus. Oh, wir haben einen Schimmel. Wir haben ein komplett weißes Pferd. Oh, Snowgirl. Na, das passt natürlich total gut, ne? Weil wir hatten ja vorher. Hat sie hier eine Blässe? Das sah jetzt irgendwie so. Das sah jetzt irgendwie aus, als ob da hier noch was. Noch weißer hier vorn dran war. Oh, schaut mal. Also komplett weiß. Habt ihr schon mal solche weißen Anfangspferde gesehen? Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal so ein weißes Anfangspferd gesehen habe. Und diese kleine Schnippe hier vorne dran, dieses Rosa, das sieht ja süß aus. Ach, schade, sie hat keine blauen Augen. Aber naja,
Dafür hat sie, ich würde sagen, so hellbraun, ne? Diese Augen sehen übrigens genauso aus wie die, die Raya hat. Also meine Hündin Raya. Das sieht genauso aus, tatsächlich. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich werde bestimmt das komplett weiße Fell nehmen. Das hier habe ich ja. Also, ja, Snowgirl ist ja schon ein Schimmel, also ein Apfelschimmel. Aber da hatten wir das schon. Ich weiß jetzt gar nicht. Die hatten wir auch noch nicht. Das sieht auch schön aus, ne? Aber ich habe, also bis auf Fluttershy habe ich auch noch kein weißes Pferd. Ich wollte doch schon immer so ein weißes Pferd haben. Also so ein komplett schneeweißes Pferd und Snowgirl, das passt natürlich auch mega dazu. Ich schau mal nach einer Mähne. Na, das sieht natürlich, das sieht natürlich auch interessant aus, ne? Mit einer dunklen Mähne dazu. Nee, blond passt hier irgendwie nicht dazu. Oder hier, ja, das ist eine kleine Blondine. Ach so, eine dunkle Mähne. Naja, das hat halt auch irgendwas, ne? Hat halt auch irgendwas, dieser Kontrast. Aber ich würde sagen, es kostet ja nichts, ne? Oh nee, das sieht nicht so gut aus. Ja, die dunkle Mähne finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber was soll ich sagen? Snowgirl, das passt doch total, oder? Da könnten wir auch noch mal schauen, ob wir hier noch ein Outfit zusammenstellen können oder so. Oh nee, ihr Lieben, ich glaube, ich werde meine Snowgirl in ein komplett weißes Pferd umändern. Oh doch, das mache ich. Das mache ich. Ich mache jetzt mal hier auf. Okay. Du kannst deinen Kauf nicht mehr rückgängig machen. Wenn du dein Aussehen ändern willst, musst du wieder bezahlen. Ja, okay, das ist ja klar. Naja, notfalls, wenn es dann doch nichts ist, dann muss man dann halt 300 Starcoins bezahlen und das halt wieder zurückändern. Ja, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Glückwunsch, du hast ein neues hübsches Aussehen. Okay, dann ist meine Snowgirl, die vorher ein Apfelschimmel war, jetzt eben zu einem richtigen Schneepferd geworden. Es war ja vorher doch schon etwas mehr grau. Oh, ist das süß. Und dieses Dunkle hier vorne. Oh, ich finde es total süß. Aber was hat sie denn jetzt diesen Stern hier drauf? Wartet mal. Ich mag ehrlich gesagt diesen Stern nicht so gerne. So, okay, jetzt ist es weg. Oh, das sieht ja toll aus. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz im Shop. Das geht auch ganz schnell, dass wir hier nochmal eine Satteldecke. Diese hier in rosa. Eine Satteldecke in rosa. Oh, das sieht so süß aus. Okay, da schauen wir mal, ob wir hier noch einen Sattel. Okay, Klassik Springsattel. Oh, das sieht doch toll aus, ne? Und ein Zaumzeug. Ein Zaumzeug dazu vielleicht. Haben wir hier auch irgendwas mit rosa? Oh, das sieht so süß aus. Okay, das hat Geschwindigkeit 3 tatsächlich. Wartet mal, ich schau mal kurz nach einem. Passt das mit dem Rosa zusammen? Doch, tatsächlich, ne? Okay, also ich finde. Schauen wir nochmal von dieser Seite. Also ich finde, dieses Set steht ihr ja doch relativ gut, wenn ich erkennen würde, ob das hier vorne, nee, das ist blau, ne? Oh, das sieht total süß aus. Okay, ich denke mal, oh, hoppla, was haben wir denn hier noch so? Was ist das denn? Oh, das sieht aber auch hübsch aus, ne? Oh, okay, ihr Lieben, ich suche hier eben mal schnell ein Outfit zusammen und dann sehen wir uns gleich draußen mit der neuen Snowgirl. So, tata, da sind wir wieder. Ja, also ich habe das Set jetzt hier so gekauft, wie ich mir das jetzt hier schon gedacht hatte.
Und ich finde, es steht ihr super. Ich habe mich auch direkt mal kurz umgezogen, weil das Western-Outfit, das passt ja jetzt irgendwie nicht so gut dazu. Also, was soll ich sagen? Oh, ich finde es total schön. Allerdings, was wir jetzt vergessen haben, sind die Gamaschen. Das passt ja. Ja, das. Naja, das ist ja auch egal jetzt. Da hat sie halt jetzt keine Gamaschen, aber die hätte ich halt jetzt noch gerne dazu gehabt. Aber egal. Das kann man ja noch nachholen. Ich habe da im Kleiderschrank noch welche. Aber als erstes möchte ich mal zum Pferdefriseur gehen. Also, ich finde das Pferd wirklich mega schön jetzt. Also, sie war vorher auch schon schön, aber da war sie halt mehr grau so, ne? Und jetzt ist sie so schneeweiß und ich bin so happy. Snowgirl, ja, jetzt passt das natürlich irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde, das passt irgendwie viel besser jetzt dazu. Ja, und ich wollte, wartet mal, ich wollte nämlich mal schauen, ob ich hier noch, das können wir mal schließen hier, ob wir hier mal eine andere Mähne machen können. Also, ja, okay, so. Oh, das sieht schön aus. Ich wollte nämlich mal die Zöpfchen hier versuchen. Nee, das sieht doof. Das sieht auch süß aus, so etwas länger. Aber ich werde mal hier solche Zöpfchen mal machen. Dann sieht das bestimmt noch besser aus. Oh, tatsächlich. Jetzt sieht das aus wie ein kleines Mädchenturnierpferd. Ja, sie ist ja, ihr seht ja hier, sie ist ja auch ausgelevelt, ne? Und ich würde gerne noch mal ganz kurz in den Stall gehen und noch mal doch noch mal hier solche Gamaschen drauf machen. So, da sind wir auch schon wieder im Stall. Da gehen wir mal zum Kleiderschrank und schauen mal, ob wir noch ein paar hübsche Gamaschen für sie finden. So, so, hier haben wir die Gamaschen. Okay, das mit diesen braunen bei den, ups, bei den Gamaschen hier, das finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Aber ich hatte gedacht, ich habe noch solche, genau diese hier. Genau diese Gamaschen hier hatte ich, oder diese Wickelgamaschen oder Bandagen, wie auch immer. Ja, finde ich auf jeden Fall passend zu ihr. Deswegen nehme ich die auch. Und mal gucken, ob ich hier noch eine Live. Okay, bei ihr passt natürlich hier das rosa Blümchen. Dann machen wir hier das rosa Blümchen hier rein. Und für die Schleife hinten, da können wir ja die lilane vielleicht. Oder da machen wir einfach hier diese rote. Oder auch nicht. Nö, da würde ich sagen, machen wir die. Oh, die passt ja auch ganz gut. Dann machen wir diese. Machen wir diese lila Schleife. So, ich würde sagen, jetzt sind wir soweit fertig. Jetzt habe ich hier, oh, jetzt habe ich hier mein Anfangspferd komplett neu gebaut, sag ich mal. Und ja, dann kann ich auf jeden Fall mal wieder ein Championat mit ihr machen. Finde, die Zöpfchen stehen ja auf jeden Fall sehr gut, tatsächlich, ja. Okay, ihr Lieben, ich denke mal, das war's an dieser Stelle. Ihr seht ja, wie hübsch sie jetzt aussieht. Also ich bin total begeistert von ihr. Und ja. So, okay. Okay, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für 500 Abonnenten, beziehungsweise im Moment sind es ja etwas mehr. Und ja, ihr seid einfach toll. Ich danke jeden einzelnen von euch, der mein Video schaut und mich abonniert hat. Und ja, ich weiß, mir fehlen irgendwie so ein bisschen die Worte. Ich weiß einfach nicht so, was ich sagen soll. Also, außer mich zu bedanken, kann ich ja leider nicht. Ja, okay, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Und ich hoffe, ihr, ja, findet sie genauso hübsch wie ich. Also, ich bin total begeistert von ihr jetzt. War ich vorher auch schon, aber jetzt bin ich noch begeisterter. Und ja, jetzt habe ich hier so ein richtiges Mädchen in meinem Stall. Gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder und wünsche euch einen wunderwundervollen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald, ihr Lieben, und ganz, 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 ganz lieben Dank. We'll be right back.